Herzlich willkommen bei Kultär und heute stelle ich euch ein paar neue Filme vor. Also ja, ich fange jetzt erstmal mit dem ersten an. Dragon Wars. Krieg der Monster, ja. Sieht wie Godzilla aus. Das Cover finde ich recht geil. Ja, das hier hätte ja unten rechts oder unten links irgendwo hingekommen. Aber ja, na, jetzt ist es da. Ist eigentlich nicht so schlimm, den Film habe ich geschenkt bekommen vor langer Zeit noch. Na trotzdem, Film fand ich sehr richtig gut. Ich fand ihn richtig gut eigentlich. Dragon Ball so. Ja, das Cover war das ja auch schon wieder. Sieht gut aus, wie ich sagte. Ja. Und jetzt hier. Ja, der Film wurde von MIB veröffentlicht. Ja, hat eine FSK 12. Hat eine Lauflänge von ca. 89 Minuten. Und ja, 2.0 und hier sieht man das ja auch, also Specials, nicht viel, hier sieht man auch ein paar Bilder zum Film, also Godzilla, so. Ist auch nicht, ob das jetzt, also jetzt aber Dragon Wars irgendein anderer Film sein soll. Ja, und ja, das war's eigentlich, jetzt kommen wir nochmal zur Disc. Ohne Booklet, also ist nur die Disc. So. Jetzt kommen wir zum nächsten Film. Spider-Man 3. Also mit Vermietrecht, also die Verleihversion, glaube ich, ist das, ja. Der entscheidende Kampf ist der mit sich selbst, steht hier unten, ja. Habe ich mal für 5 Euro bekommen. Ist auch schon länger her. Cover finde ich auch echt geil. Ist da der Böse, also im Schwarz und hier in Rot. Voll geil sieht das aus, das Bild, das Cover. Ja, Film ist auch zu empfehlen. Ich fand ihn sehr schön. Und kann man auch kann man sich mal kaufen oder anschauen, wirklich. So, der Film wurde von Columbia Pictures veröffentlicht. Ja, ja, FSK 12, wie man hier sehen kann. Hier sind noch mal ein paar Bilder zum Film. Die Lauflänge hat der Film, Lauflänge ca. 133 Minuten. Deutsch und Englisch 5.1 alles. Und Bonus sehr wenig, also nur also verschiedene Trailer und Audiokommentare vom Regisseur und Filmemacher und so. Ja, jetzt kommen wir zur Disc. Ja, das hatte ich dann so Disc hier. Ja, die sind einfach so ganz schlicht gehalten. Nur, also Spider-Man vs. 3. Und Spider-Man ist ja auch eine Comic-Filme. So, jetzt kommen wir zum nächsten. 2012. Ein Roland Emmerich-Film. Wir waren gewarnt. Der Film hat mir sehr gut gefallen. Also das Cover sieht auch recht geil aus hier. Die Flutwelle 2012. Ja, die Flutwelle sieht richtig geil aus, das Bild. Ja, habe ich auch für 5 Euro mal ein Angebot bekommen. Das kostet wieder 10 oder so. Ja, habe ich mir mitgehen lassen. Richtig geiler Film. So, der Film wurde von Sony Pictures Home, glaube ich, veröffentlicht. Ja, ein Bonus gibt es auch hier. Bisschen. Hier sind mal ein paar Bilder zum Film noch. Ja, der Film hat eine Lauflänge von 151 Minuten. Deutsch, Englisch und Türkisch, alles für die fünf, alle drei Sprachen 5.1. Und ja, ich empfehle den Film auch. Der ist witzig hier. Der fliegt ja voll weg. Ja, ich finde den Film einfach gut. Witzig, so wie Katastrophenfilm, ja. Jetzt kommen wir noch zur Disc. Ja, was hier, also nochmal, also hat der ein Wendecover hier bei einem FSK 12 Latschen erst. Und ja, hier, wenn ja, diese Sparmari, ich hasse den. Kann man da nicht ändern. So, komisch. Und hier ist die Disc. Jetzt kommen wir zum nächsten Film. Ich habe das schon Teil 2 vorgestellt, aber jetzt habe ich mir die Doppel-DVD gekauft, also Teil 2. In der Uncut Edition. Bloody Murder 2, 1 und 2, also die Uncut Edition, wie hier steht. Ja, hier FSK 18. Ja, Spielchen gefällig. Ja, das Cover sieht eigentlich recht gut aus, nur, ja, das stört jetzt eigentlich nicht so direkt, weil das mit farblich angeklickt ist, aber trotzdem, ja, also sieht nicht so schön aus, wie ich finde. Doppel-DVD, wie hier drüber steht. Ja, und ja, wie ich auch schon beim zweiten Teil gesagt habe, also, Film war richtig geil, ich fand richtig gut. Ja, dafür habe ich auch nicht so viel bezahlt.
Was mal 8 Euro habe ich bezahlt. 4 Euro pro Film, pro Teil. Das habe ich alle zwei in der Uncut Edition. Teil 2 hatte ich ja schon Uncut, aber das habe ich ihn doppelt. Ist jetzt egal. Also die Teile wurden von Planet Media veröffentlicht. Und ja, hier sieht man auch noch mal ein paar Bilder zum Film. Zwar der Film, also Teil 1 hat eine Lauflänge von ca. 83 Minuten und Teil 2 von ca. 92 Minuten. Also Teil 1 hat Deutsch Dolby Digital 5.1 und nochmal 2.0 und Englisch 2.0. Und Teil 2 in Deutsch DTS 5.1 und Deutsch Dolby Digital 5.1 und auch Englisch 5.1. Extras mit Bildergalerie, Hintergrund und Flyer Show. Und ja, Extras auch nochmal beim Teil 2, Behind the Scenes, Synchronsprecher und Making of. Wie grob gesagt, Film von Koch, also Planet Media veröffentlicht. Na, Teil 1 hat ja eine FSK 16. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber Teil 2 habe ich schon gesehen, der hat FSK 18. Und ja, das war's eigentlich. Jetzt kommen wir zu den Discs. Hier ist Teil, achso, hier ist Teil 1, FSK 16. Teil 1. Und ja, hier ist Teil 2, FSK 18. Und ja, was schade, ich finde, also Disc wurden gleich, also sehen gleich aus. Nur unterschiedlich, ein bisschen dunkler und heller. Also. Und jetzt komme ich zum letzten Film für dieses Update und ja, das sind 4 Teile, ist eine Collection. Und ehrlich gesagt, ich fand alle 4 Teile richtig gut. Na, nee, also die ersten 3 Teile fand ich richtig geil. Der vierte, naja, aber der ist auch ne, recht gut ist da auch, aber noch nicht so gut. Also die Vorgänger waren viel besser und brutaler, wie ich finde. Obwohl der vierte Teil eine FSK 18 hat. Und das ist jetzt Species, die Collection. Damit fiesen FSK 18 Flatschen. Leider ohne Wendecover. Es sind alle 4 Teile drin. Das Cover sieht recht geil aus. Sieht richtig gut aus mit den Augen verschiedenen. Nur das hier stört mich. Ja. Und ja, da habe ich mir mal für 15 Euro gekauft. Ja, billig. Es ist günstig. 4 Filme. Ohne so teuer war der ja nicht. Bei Amazon kostet er 27 Euro. Habe ich gesehen. Hier habe ich 15 bekommen. Und ja, habe ich mir mitgehen lassen. Weil ich den ersten Teil schon kannte, ich wollte die anderen drei Teile auch noch kennen. Und ja, sehr zu empfehlen, die Collection. Manche sagen, die wären nicht so gut. Und ja, aber ich fand's richtig geil, die Filme. Ja, und zwar das Vordercover, also das Frontcover. Und alle wurden von, was war von wem veröffentlicht? Ich glaube von Fox, Century Fox oder so. Ja, ja, der erste Teil hat ja eine Lauflänge von ca. 104 Minuten. Auch Deutsch, Englisch, Spanisch, 5.1. FSK 16. Der zweite Teil, ca. 89 Minuten Deutsch, Englisch, Spanisch, 5.1. Auch ab 16 der zweite Teil. Der dritte Teil, ca. 107 Minuten. Auch Deutsch, Englisch und Französisch diesmal. Und Ungarisch, 5.1. Auch ab 16 und Teil 4. Ist ja Species das Erwachen. Die anderen heißen nur Species und Species 2 und Species 3. Und der vierte Teil hat ca. 94 Minuten Lauflänge und Deutsch, Englisch, Französisch 5.1. Und ja, hat keine Jugendfreigabe. Ja, das sieht ja gut aus, das Cover. Jetzt wundert euch nicht, dass die leer ist, weil ich noch dazu was sagen werde. Also ja, das ist die Hülle, die so glänzend gehalten und ja, das hasse ich an so diesen gestapelt, wie man hier sehen kann. Also ist nur stapeln. Jetzt komme ich zu den Discs. Also erst fange ich mit CD, also DVD 4 an, also weil die nach unten kommt immer. Also das ist die Disc 4 mit Species 4 auf FSK 18 Flatschen. So, hier habe ich Species 3, FSK 16. Hier habe ich Species 2, auch mit FSK 16. Und hier habe ich Species 1, auch mit FSK 16. Und wie ich ja schon sagte, die Filme sind zu empfehlen und
rate ich jeden, wer auf so Science-Fiction-Horror steht, wirklich zu empfehlen. Und klasse Filme. Ja, und sieht man auch viele Titten, kann man sagen, in den ersten drei Teilen. Ja, und das war's für dieses Update und es wird noch vielleicht heute ein weiteres kommen. Mal sehen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Kommentiert und abonniert.